Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zum Let's Play von Outward. Auf meinem Hauptkanal habe ich das ja bereits angekündigt. Ich habe ganz stark zu einem Solo-Let's Play zu diesem wunderschönen Spiel tendiert, nachdem ich es auf dem Hauptkanal vorgestellt habe und wir es im Livestream im Duo bereits angezockt haben. Auch eure Kommentare gingen dahin, ja, machen Solo-Let's Play. Und das ist natürlich selbstverständlich überhaupt nichts gegen den guten, lieben Chris, der mit mir hier zusammen im Duo unterwegs war. Sondern es ist einfach so, dass dieses Spiel aufgrund des Designs eben so gestaltet ist, dass wir hier immer eine Geschichte haben, die nur der Hauptcharakter quasi erlebt und da auch einen Questfortschritt bekommt. Und derjenige, der dazukommt, ist einfach nur unterstützend und helfend dabei, kann aber selbst keinen Charakter-Progress machen. Das heißt, der Chris wird nebenbei jetzt auch zocken. Ja, oder was heißt, wird? Er ist wahrscheinlich schon mit dem Spiel durch, während ich hier das aufnehme. Und ich werde ein bisschen zocken. Und wenn es dann irgendwie so Passagen gibt, wo man sagen, hey, da ist ein großer Dungeon oder da ist ein Boss, der da rumläuft, ich weiß ja noch gar nicht, was mich erwartet, dann werden wir auch mal wieder einen Livestream zu machen und dann zu zweit unterwegs sein. Oder wir machen auch mal zu zweit einfach ein paar Folgen und werden dann die Dungeons oder schwierigeren Inhalte gemeinsam erkunden. So, aber jetzt erkunden. Wir sind hier, wer die Folge 0 quasi auf dem Hauptkanal nicht gesehen hat. Wir sind hier gerade, ja, als Schiffbrüchiger wieder in unserem Dorf angekommen, haben eine schwere Blutschuld zu tilgen, die unsere Vorfahren unserer Familie quasi auferlegt haben, durch welche groben Verfehlungen auch immer. Die Oma ist schuld, ja, so war die Geschichte. Und wir müssen unsere Schuld tilgen, haben dafür jetzt noch 5 Tage Zeit, ansonsten wird man uns den Leuchtturm wegnehmen. Und Spoiler Alert, im Livestream haben sie uns den Leuchtturm weggenommen. Und das war nicht so schön, weil da drin hat man seine Kiste, da drin hat man seine Werkbänke, so ein bisschen ein Stück weit, also eine Küche zumindest, die funktioniert. Und insofern, den brauche ich schon und den würde ich echt ungern weggenommen bekommen. Hi, hier, was ist mit dir? Hast du, ich brauche Geld. Tach, hast du Geld? Auch nicht. Kann ich aber wieder, warte mal, ich schieb den mal wieder. Okay, das könnte auch Spaß machen, so. Wenn man irgendwann nur noch Frust hat und weil der Leuchtturm weg ist, dann schiebt man hier halt NPCs durch die Gegend. Vielleicht gibt das ja auch Geld, wenn man die animiert. Weißt du, wenn die ja selbst nicht laufen müssen, vielleicht gibt das ja Geld. Eto Akiyuki, wie ich in diesem Intro, in dieser Folge 0 quasi im Angespielt gesagt habe, einfach mit allen reden, alles versuchen rauszufinden und das, ich will es einfach im Let's Play auch machen, es ist jetzt viel Text, viel Gedöns, wir werden aber dadurch auch viel vom Spiel kennenlernen und Hintergrundgeschichten zum Dorf und, Benu, warum kommt hier auf einmal so ein Schatten? So, die Sonne aber schnell gewandert. Amber, mein Freund. Bereit, dein Training fortzusetzen, Eto Akiyuki. Lass uns reden, ich möchte bei dir etwas lernen. Kannst du mir beibringen, wie man kämpft? Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch. Merkwürdig. Nein, nichts zu machen, alles klar. Amber, mein Freund. Kannst du mir beibringen, wie man kämpft? Was soll ich dir zeigen? Wie kämpfe ich eigentlich? Du solltest deinen Fokus auf das Ziel legen, das du treffen möchtest. Okay, also das sind jetzt noch so ein bisschen Tutorial-Dinger. Du kannst Blitzangriffe miteinander kombinieren. Mit einem schweren Schlag an unterschiedlichen Punkten in deiner Angriffskombination erzielst du unterschiedliche Ergebnisse. Aha. Ich möchte bei dir etwas lernen. Das ist ein Trainer. Wir können jetzt tatsächlich hergehen und sagen, okay, wir lernen den Gongschlag. Kostet halt nur ein bisschen was. Und Gerüchten zufolge sind wir gerade nicht so flüssig. Also das sind dann Trainer, mit denen wir dann im Laufe des Spiels immer wieder neue Skills auch lernen können. So Kazitenausbilder. Ich übe jeden Tag, damit ich eines Tages in Etos Fußstapfen treten und Cicero beschützen kann. Vielleicht sollten wir zusammen üben. Schauen. Ich frage mich. Ich habe eine Reise zu einem alten Einsiedler im Tal jenseits des Geisterpasses gemacht. Der Weg dorthin war gefährlich, aber sein magisches Wissen ist gewaltig. Für die Zauber des Windflüngels gibt es keinen besseren Lehrer. Alten Einsiedler im Tal jenseits des Geisterpasses. Mein Notizbuch gerade korrekt ist. Ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay, bis zur nächsten Folge habe ich hier einen Notizzettel.
Derweil notiere ich mir das hier auf dem ein. Also wir haben tatsächlich ein Einsiedler. Tal des Geisterpasses, ja. Und Einsiedler. Und da müssen wir mal Magie. So, also sowas notiere ich mir einfach, weil das Spiel einem da jetzt nicht unbedingt Hinweise gibt. Aber, man braucht ja was zum Erkunden und Anlaufstellen. So, ich möchte etwas lernen. Ich kann dir einen kleinen Kazitentrick beibringen. Ich zeige dir, wie man seine Gegner mit einer Einhand-Axt verlangsamt und verkrüppelt. Wären 50 Silber dafür angemessen? Theoretisch schon, praktisch. Ja. So, wen haben wir hier? Meisterkoch. Kann ich dir helfen? Möchte etwas kaufen, lass uns reden, jetzt nicht. Kannst du mir sagen, wie ich mich gut ernähre, wenn ich unterwegs bin? Ich weiß nicht, wie ich da draußen Nahrung finde. Wie kann ich mir auf die Schnelle was kochen? Ich möchte mich in etwas komplizierteren Gericht versuchen. Einfaches Essen kannst du auf einem Lagerfeuer zubereiten. Gut, das hatten wir sogar schon. Kannst sogar Flusswasser zu sauberem Wasser abkochen, das frei von Krankheiten ist. Ja, das sollte man in der Tat, sollte man das, ne? Kann ich dir helfen? Ich möchte etwas kaufen, mal gucken, was hätte der denn hier? Der hat hier Brot, Marmelade. Haben wir uns das eigentlich in der Folge 0 schon alles zusammengewurstet? Ja, haben wir. Was ist hier? Eisenschrott, okay. Dann können wir hier Rezepte auch kaufen. Das ist halt besonders wichtig, glaube ich, dass man sich einfach so ein paar Rezepte dann auch aneignet. Nicht nur hier zum Kochen, sondern auch zum allgemeinen Craften braucht man immer wieder diese Rezepte. So, schau mal, da liegt Zeug. Ich kann nicht springen. Braucht man das Rezept zum Springen? Auch das ist eben wichtig. In dieser Stadt gibt es irrsinnig viel Kram, der so rumliegt. Hier. Lederkleidung, Handwerk, provisorische Lederstiefel, Handwerk, provisorischer Lederhut. Also damit können wir uns dann schon mal eine relativ rudimentäre, aber bestimmt schon bessere Rüstung als jetzt herstellen. So, der alte Mann ist etwas sprachlos. In dieses Haus scheinen wir auch nicht reinzukommen. Kommen wir in das Haus hier rein eigentlich, wo ich jetzt gerade alles geklaut habe? Scheint ja der Gerber zu sein hier, der Mann. Nee, da kommen wir nicht rein. Reine Deko. Okay. Dann mal weiterschauen. Wir müssen, wie gesagt, einiges looten, einiges finden und mit allen möglichen Leuten reden, um zu schauen, wem wir hier helfen können. Und was jetzt? Möge Elad auf dich Acht geben, Koya. Kann ich dir helfen? Du bist ein Heiler, nicht wahr? Worauf muss ich mich in freier Wildbahn gefasst machen? Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Welche kurzfristigen Probleme können sich im Kampf ergeben? Zahlreiche Gegner infizieren deinen Körper mit temporären Effekten. Die klingen mit der Zeit ab, obgleich viele auch mit den richtigen Gegenständen geheilt werden können. Wenn du zum Beispiel blutest und Gesundheit verlierst, wird ein Verband die Blutung aufhalten. Und mich zudem auch noch heilen. Und was jetzt? So. Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Was soll ich tun, wenn ich mir eine Krankheit eingefallen habe? Um den Heilungsprozess anzustoßen, kannst du verschiedene Sorten Tee brauen oder kaufen. Der hört einfach mit. Gilt mir. Also Tee. Und um in der freien Natur aufzugießen, benötigst du allerdings Zutaten sowie einen Kochtopf. Aha. Wenn das nicht möglich ist, ruhe dich einfach über längere Zeit aus. Schlafen. Alles klar, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Und was jetzt? Du bist Priester Elads, nicht wahr? Was kannst du mir über ihn erzählen? Über Elad, da geht es dann um die Götter und die Geschichten. Angesichts der Tatsache, dass wir noch viel Geschichte erfahren werden und ich weiß, dass da jetzt nichts kommt, was mir direkt weiterhilft. Wir haben ja ein bisschen Zeitdruck, 5 Tage. Ja, und es wird gerade zum Beispiel dunkel. Im Laden umsehen, stellen mir etwas her. Nein, danke. Was kannst du mir im Umgang mit Ausrüstung erzählen? Also, zum einen haben wir den Schmiedeladen. Auch hier kriegen wir wieder Rezepte. Zum Beispiel Axt, Dreizack, Knüppel, Schwert und so weiter. Auch das ist momentan zwar teilweise erschwinglich, aber... Was kann ich für dich tun? Ich glaube, noch nicht so sinnvoll. Wir können dann auch was herstellen lassen. Ich brauche Folgendes. Blaue Sandrüstung wurde dem Tagebuch hinzugefügt. Also... Da bräuchte man dann Blausand und verdammt viel Silber und dann könnte er uns eine ganz besondere Rüstung herstellen. Was war das? Du hast so wenig Teil oder Mittel für dieses Rüstungsteil. Na gut, okay. So, dann, was kannst du mir den Umgang mit Ausrüstung erzählen?
Was ist effektiver, Einhand- oder Zweihandwaffen? Wie verwende ich einen Bogen? Wozu sind Schilde gut? Wie halte ich meine Ausrüstung in Schuss, würde ich deine mal behaupten. Deine Ausrüstung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Zwar kannst du ein kaputtes Ausrüstungsteil noch immer verwenden, wenn es sein muss, aber dann ist es weit weniger effektiv als im gepflegten Zustand. Um Ausrüstung zu reparieren, musst du beim Aufschlagen deines Lagers Zeit dafür aufwenden. Genau, wenn wir schlafen, können wir halt auch auswählen, wie viel Zeit wir für Wache schieben und reparieren benutzen möchten. Repariert wird nur das, was du gerade ausgerüstet hast, sodass es mehrere Ruhezeiten braucht, bis andere Waffen oder Rüstungen für besondere Situationen repariert sind. Okay. Gut, haben wir weiter. Gehen wir mal hier am Strand entlang oder nehmen wir machen erstmal hier diesen Dorfplatz fertig, wenn es denn hier noch was gibt. Genau, hier oben war noch ein Laden. Hallöchen. Die Alchemistin. Lass uns reden. Hier ist der Plan. Kristallpulver für meine besseren Tränke. Wenn du eine Alchemieausrüstung besitzt, kannst du mir davon etwas herstellen. Selbstverständlich, ich habe nur keine Alchemieausrüstung, aber schieß los, ja, schieß los. Hey, hör mal. 4 Mana-Steine in einer Alchemieausrüstung. Also... Kristallpulver Alchemie Mana Steine ist notiert. Werden wir alles versuchen. Ich weiß noch nicht, wo ich eine Alchemieausrüstung herkriege. Hast du zufällig eine, die ich hier klauen kann? Lass uns reden. Ich möchte etwas kaufen. Jetzt nicht. Kannst du mir Zaubern beibringen? Was ist eigentlich Mana und wie kontrolliert man sie? Wo kann ich Zaubern lernen? Um die Macht der Mana zu erhalten, musst du zu einer heiligen Linie reisen, einem Ort, an dem Aurais Lebenskraft stark ist. Die nächste befindet sich in den Konfluxgebirge, das kennst du sicher, oder? Der große violette Berg auf der Halbinsel. Okay. Die heilige Mission und das Königreich Levant haben ihrerseits eigene Wege ins Konfluxgebirge. Und jeder von ihnen stellt sich auf unterschiedliche Proben, beide führen zur Hauptkammer. Also es gibt 2 Wege, unterschiedliche Proben. Fantastisch, freut mich. Ich möchte etwas kaufen, zum Beispiel eine Alchemieausrüstung. Ich glaube, die war teuer. Die gab es hier zwar, aber ich glaube, die war sacke teuer. Moment, schauen wir mal. Es gibt dann auch noch hier Gelehrtenkleidung. Mana kosten minus 10%, also zum Zaubern dann sicherlich gut, aber naja, wahrscheinlich dann wieder Rüstung halt mies. So wie das halt bei solchen Rollenspielen regelmäßig der Fall ist. Hier, da. Alchemieausrüstung. Hilfsmittel zum Destillieren von Zutaten. Wir brauchen dafür 60 Silber. Das ist jetzt also alles dann noch ferne Zukunftsmusik. Wir müssen jetzt erstmal wirklich gucken, wie wir es schaffen, an diese 150 Gold zu kommen. Insofern will ich jetzt hier auch gar nicht so viel Zeit damit verschwenden, mit den Leuten über alles Mögliche zu blubbern. Wir nehmen nur das Nötigste. Suchst du nach was Bestimmten? Ja, Geld. Kannst du mir dabei helfen? Ein Kassenbuch für Pleels Gemischtwarenladen. Du würdest bei Ablieferung natürlich bezahlt werden. Also nach Berg. Aber ich glaube, das gibt einen Eintrag, oder? Bevor ich mich notiere. Ausgezeichnet. Genau, das gibt einen Eintrag. Der Austausch von Informationen ist lebenswichtig für Händler wie uns. Ja, alles klar. Darf sonst noch etwas sein? Ich möchte etwas kaufen. Du hast nämlich viele tolle Sachen. Und hier überlege ich mir fast noch was auszugeben. Aber bevor wir das machen, würde ich erstmal gucken, was wir noch so finden. Das Ding ist, er hatte hier diesen Trinkschlauch. Da tendiere ich zu. Aber vielleicht kriegen wir den auch irgendwie hergestellt demnächst. Müssen wir mal gucken. Ja? So, jetzt gehen wir mal in unser Inventar und lesen das hier ein. Lederrüstung. Lederkleidung. Lederhut. So, dann schauen wir mal. Nägelpfeil, blablabla. Da. Lederbekleidung braucht. Einmal so eine zerschlissene Kleidung. Ach, die brauchst dann noch. Einfache Stiefel. Man upgradet das dann quasi. Einfacher Helm. Ah. Gegerbte Tierhaut. Okay, gegerbte Tierhaut. Müssen wir dann natürlich, also einfache Tierhaut reicht dann nicht, sondern müssen wir tatsächlich irgendwie gerben. Dann brauchen wir also da auch wieder irgendein Utensil, das wird fantastisch. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Fackel. Geht das überhaupt? Rucksackübergewicht, gib schon her. Ich
Fürchte fast. Ich fürchte fast, dass ich... Es regnet. Ich fürchte, ich werde keinen... ich werde jetzt keine Fackel tragen können, ne? Warte mal, habe ich denn... Sekunde. Anlegen. Ja, dann machen wir das doch hiermit. Viel hell macht das zwar nicht, aber gut, was willst du machen? Schauen wir mal. Kann man hier irgendwas nutzen? Sehe unten, ich habe Durst und ich habe immer noch einen Flotten. Eine Machete. Da haben wir doch jetzt schon deren zwei. Das heißt, da können wir eine verkaufen. Die ist doch bestimmt 150 Gold wert, oder? Oder Silber. Ja, ich nehme auch Silber. Du brauchst die Machete nicht, ne? Stimmt nicht. Warte mal, ist das da? Ist das. Das ist kein Loot, das sind nur Mupfeln, ne? So, hier hinten steht die Wasseraufbereitungsanlage. Und da gab es doch einen Trinkschlauch. Jawohl, sehr schön. Und das sind halt so Sachen, da zum Beispiel war es so, einmal kurz sammeln. Da war es zum Beispiel jetzt so, dass nur ich den Trinkschlauch sammeln konnte und Chris, der mit mir gestartet ist und genauso wenig, sprich nämlich nichts hatte wie ich, der hat diesen Trinkschlauch nicht sammeln können. Wache von Herzo, mal schauen. Kann ich dir helfen? Wo kann ich etwas Schlaf bekommen? Wo finde ich Händler und Ausbilder? Wen muss ich in dieser Stadt kennen? Erzähl mir etwas von der umliegenden Region. Genaue Informationen kannst du Burak fragen, unseren Torwächter. Der Winter ist in der Regel unerträglich kalt, also sollst du dicke Kleidung tragen und stets Fackeln und ein Lagerfeuer in der Nähe haben. Und falls du dich für Magie interessierst, gibt es unter dem Konfluxgebirge ein hohen violetten Zentrum. Ja, okay. Gut. Keine Zeit, ich muss Geld verdienen. Und Tag 1 ist quasi hiermit schon vorüber. Und ich habe nichts. Vielleicht müssen wir dann nochmal in die Bude. Zum einen würde ich dann nochmal pofen, in der Hoffnung, dass meine Krankheit dann weg ist. Und zum anderen... Hallo, Chocobo! Chocobos! Tolle Tierchen. Oder? Hier können wir Holz sammeln. Da will ich auch mal gucken. Kann man das verkaufen? Wenn das jetzt 100 Silber pro Holzscheit gibt, ist das ja auch eine nette Sache. Und Holz gibt es wirklich allenthalben. Okay, jetzt bin ich überladen und kann auch gar nicht mehr so schnell laufen. Ich würde ganz gern bei Tag hier erkunden, weil ich weiß, hier gibt es überall noch Zeug zu looten, aber ich sehe nichts und ihr auch nicht. Das ist übrigens wirklich, wirklich sehr krass. Also nachts ist bekanntlich kälter als draußen und hier ist, boah, es ist so derb dunkel, aber ich finde das irgendwie cool. Ich kann noch ein paar Bären mitnehmen. Ich sammle jetzt erstmal ordentlich ein, wie ihr merkt. Kann man mal gucken, was man davon verscherbeln kann. Beispielsweise würde ich jetzt schon mal versuchen wollen, die Machete loszuwerden, dann das Holz braucht man nicht, das findet man unterwegs auch immer wieder. Gucken, was man davon zu Silber machen kann. Und wie viel man dann letzten Endes morgen, wenn wir dann aufbrechen zu den ersten Abenteuern. Also morgen in-game, wahrscheinlich noch in dieser Folge. Ja, wobei, Zeit vergeht in diesem Spiel, ne? Ah, ich sehe nichts. Aber schau mal, da lootet was. Also da blinkt was. Eine Heugabel. Okay, jetzt kann es sich gar nicht mehr bewegen. Vielleicht sollte ich einfach erstmal die Heugabel nochmal hinlegen. Und dann nachher holen. Gehen wir mal verscherbeln. Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass der dann komplett fertig ist und nicht mehr... Hallöchen! Nicht mehr laufen kann. So. Wie schaut's denn aus? Mein Holz will sie gar nicht. Okay. Das ist schade. Die zerschlissene Kleidung und die Stiefel werden wir behalten. Da können wir dann vielleicht später noch Lederstiefel draus machen. Fleischeintopf und Gedöns. Okay. Kann ich bei ihr am Ende das Zeug gar nicht verkaufen? Warte. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Nee, okay. Aber ich könnte hier diese Machete, Wahnsinn, sensationell. Die könnte man schon mal verkaufen. Das war's. Famos. Verkaufen. Huch, nein, um Gottes Willen. Handel bestätigen, so. Wahnsinn. Ah, ich habe schon mal, ne? 5. Ist auch sensationell.
Also Fackeln kann ich nicht verkaufen, habe ich gerade festgestellt. Überhaupt viel von dem Zeug, was ich hier habe, kann ich nicht verkaufen. Dann gehen wir mal ein paar Sachen einlagern. So, dann bin ich nicht mehr überladen. Dann können wir jetzt gerade noch die Mistgabel holen. Die vergleichen wir dann mal mit der Harpune. Und wenn die dann besser ist, die Harpune, dann verkaufe ich die Mistgabel auch gerade. Krabbenauge. Wir nehmen alles mit. Ah, dass man diese Rohstoffe nicht verkaufen kann, aber es wäre dann wahrscheinlich zu einfach. So, hier hinten Vase. Haben wir. Dann schauen wir uns mal an. Die macht 16 Schaden, die Harpune macht 16 Schaden. Angriffsgeschwindigkeit der Mistgabel ist ein bisschen schneller. Die Harpune ist halt noch zum Fischen nötig. Der Kampfstab hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,2. Ist also mit gleichem Schaden und schnellerer Angriffsgeschwindigkeit besser als die Heugabel. Also verkaufen wir diese Heugabel, wie noch immer sie gehörte. Er wollte sie ja nicht mehr, hat sie ja dort weggeschmissen. Ja, insofern, hier, hast du eine Heugabel? Hä? Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Ich hoffe, die Heugabel brauchen wir für nichts anderes. Keine Ahnung, ob es so eine Art Farming gibt. So, das können wir also auch noch verkaufen. Nein! Ich drücke immer da. So, 38 Silber. Leute, wir sind reich. Dann ist jetzt die nächste Frage, wenn wir jetzt... Oh, ich habe B gedrückt. Ich dachte, dann kommt das Baumenü. Anlegen. Was ist denn das Baumenü an Kurztaste? Egal. Dann ist die Frage, wenn wir jetzt hier irgendwas herstellen, ob wir, wenn wir das dann verkaufen halt, aber das wird ja auch nicht so viel geben. Wir können natürlich jetzt aus lauter Holz Knüppel herstellen und Knüppel verkaufen. Aber, ja. Oder Lagerfeuer. Lass uns mal ein Lagerfeuerset herstellen. Ich will mal ganz kurz gucken, weil Holz kriegst du wirklich in Massen. Kann ich ihm hier ein Lagerfeuer verkaufen? Ja, nur mal wissen. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Nein, kann ich nicht mal mehr verkaufen. Kann ich so einen Knüppel verkaufen? Ich will mal gucken. Ich bin einfach neugierig gerade. Ich denke, ihr versteht das. Oh, das sollte keine Droh... das ist... Kann ich keine... Ich... Ach, egal. Was so. Kann ich für dich... In Ordnung. Ja. Knüppel. Kann ich auch nicht verkaufen. Das ist selbst gemacht. Das ist handgefertigt. Mit viel Liebe. Ein Knüppel. Ein Knüppel mit... Liebe. Falsch. Regnet ja immer noch. Oder wieder. Oder... Wir gehen zurück in unsere Bude. Wir schlafen nur. Da ist der Leuchtturm. Gut, dass ich im Leuchtturm wohne. Das ist für mich persönlich mit meinen Wegfindungsfähigkeiten ein enormer Vorteil, dass ich in einem Leuchtturm wohne. Allein deshalb darf ich ihn schon nicht verlieren. So finde ich wenigstens immer nach Hause. Die Entwickler wussten schon, dass das Sinn macht. Ups, Moment. Ah, hier, Holz. Ja, alles mit. So, und Mrs. Leuchtschwertchen? Zum Glück hast du den Schiffbruch überlebt. Das leuchtende Schwert ist neu, woher hast du es? Rufus hat es für mich als Abschiedsgeschenk anfertigen lassen. Rufus? Okay. Ich wollte heute in aller Früh aufbrechen, bevor Mutter mich würde aufhalten können, um mich der heiligen Mission anzuschließen. Aber das Schiffswrack. Es wäre nicht richtig, schon so bald zu gehen. Genau, ich muss beim Stamm bleiben, bis die Trauerzeit vorbei ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Mutter dich ohne weiteren Vortrag gehen lassen wird, wenn du wüsstest, ich weiß nicht, wie ich Geld aufträumen soll, das Risa von mir verlangt hat. Ich weiß. Nur eins. Risa hat mir bereits angekündigt, dass wir ein langes Gespräch führen werden. Naja, sobald sie nicht mehr in Arbeit fängt. Ich hoffe, sie kann dich überzeugen, du würdest mir sehr fehlen. Ich weiß. Du und Isan werdet mir auch fehlen. Aber das ist der Weg, den ich für mich gewählt habe.
Ich bin es leid, dass Risa über mein Leben entscheidet. Ich möchte zum Wohle aller da sein, nicht über die Menschen herrschen. Strebe immer danach, dich zu verbessern. Ja, sowas ähnliches stand da. Aber hast du schön vorgelesen. Gut, ja, ja, in der Tat ist das so, diese Risa, ne, als Häuptling Line. Sei gegrüßt. Wie gehen deine Bemühungen voran? Kannst du mir vielleicht helfen? Hör gut zu. Eto ist Kazitenausbilder, kann dir etwas im Kampf beibringen. Burak, der Torwächter, kann dir zeigen, wie man in der Wildnis überlebt. Auch die Ladenbesitzer werden dir sicher ihr Wissen zur Verfügung stellen. Wenn du auf der Suche nach Neuigkeiten bist, ist das Gasthaus stets ein guter Ort dafür. Gasthaus? Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Siehst du? Ist aber auch scheiße dunkel in dem Kaff. Kannst du mal ein paar Laternen aufstellen hier? Meine Fresse, ey. Wurde es von uns gewählt? Nee, ich glaube auch, die wurde einfach reingeboren in diesen Posten. Immer um das Dorf ein bisschen kümmern. Wenn das nochmal aus. So, ja. Kannst du wegen mir auch weiter halten? Ich kann die irgendwie nicht wegstecken. Das wäre eigentlich Z, aber will nicht. Dann laufen wir jetzt halt hier rum wie der Onkel mit Krampf in der Hand. Und öffnen wir mal die Kiste. So, und da schmeißen wir jetzt mal rein. Also, ich schaue nochmal ganz kurz meine Ausrüstung. Was ich trage. Da haben wir Stiefel und Jacke mit 1 und 3 Rüstung. Das ist also nicht besser, was ich hier habe. Stiefel kommen dann da rein. Das zerschlissene Zeug kommt auch rein. Den Eisenschrott werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Das war doch Eisenschrott, genau. Den Knüppel, ja gut, dann kommt er jetzt halt da rein. Finde ich immer noch sehr schade, dass ich... Ach, schau mal, der Knüppel hat eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,2. Genauso schnell wie die Machete. Ich lage jetzt mal die Machete ein. So, die Harpune holen wir dann nur, wenn wir wirklich fischen gehen. Die muss ich nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen. Lagerfeuerset können wir hier. Das Holz, das lagern wir auch komplett ein. Ich hoffe, wir verlieren den Leuchtturm nicht. Dann habe ich mein ganzes Zeug hier weg. Krabbenaugensamen, Gedöns. Immer noch ein bisschen Fleischeintopf. Das verdirbt alles so langsam. Da muss man halt aufpassen, dass wir es essen, bevor es komplett verdorben ist. Ne? Okay. Gut, dann schauen wir mal, gibt es denn sowas wie eine Uhrzeit? Also kriege ich irgendwo angezeigt, wie viel spät es ist? Ich glaube nicht, ne? Insofern gehen wir jetzt einfach nur mal kurz schlafen, in der Hoffnung, dass dann auch meine Erkrankung da weg ist. Wir schlafen mal 2 Stunden, 3 Stunden? Machen wir 3 Stunden, oder? Müsste eigentlich so lange, wie wir schon unterwegs sind, so langsam auch wieder Tag werden. Und dann geht es tatsächlich los auf Abenteuer. Wir werden noch mit 1, 2 Leuten, ich muss das Gasthaus noch suchen. 1, 2 Leuten reden, Gasthaus suchen, noch einen Auftrag annehmen. Da weiß ich ja, wo es einen gibt. Ja, wer im Stream dabei war, wird wissen, was ich meine. Und dann gehen wir raus und lassen uns verkloppen. Das wird knallhart, da draußen zu überleben. Das kann ich auch schon mal versprechen. Das Spiel ist insgesamt knallhart. Und unnachgiebig. Es speichert permanent. Wir können also nicht sagen, das lief jetzt nicht gut. Wir nehmen den alten Spielstand wieder. Sondern, ja, man wacht zum Beispiel auf und hat immer noch die Scheißerei. Ja, zum Beispiel. Toll, ne? Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.